Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Project Bulgaria. Weiter geht's mit dem Chaos. Ich mache natürlich mal wieder ein bisschen das Gewächshaus weiter. Und wir haben einen Erdungsstab von einem YouTube-Zuschauer geschenkt bekommen, von Hanno. Vielen Dank da nochmal. Der ist nämlich für den künftigen Stromkasten, damit Erdung am Haus besteht, sodass man nicht die bulgarische Stromweise hier hat. Ich habe hier gestern noch ein bisschen weiter gestrichen, konnte aber später nichts mehr sehen. Ja, mir ist die Farbe ausgegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass 0,7 Liter Pott für die paar Latten nicht reichen. Egal, mache ich nächstes Mal weiter. Muss auch aufpassen, gerade hier die Querstreben, dass ich da nicht die ganze Folie bepinsel. Deswegen war das ein wenig ja, tricky. Ja, auf jeden Fall kam mir dann jetzt die Idee. Irgendjemand hat mir auch in den YouTube-Kommentaren so ein Gewächshaus gezeigt, wo man so einen Selbstbauplan sich da organisieren kann. Da hatte ich gesehen, dass sie dann immer hier so Querstreben reingemacht haben, zumindest bei den rechten Winkeln. Hier oben kann ich es nicht machen, weil ich direkt ein Dach habe und nicht wie alle anderen erstmal ein Viereck, was ich vorher hatte, und dann ein Dach drauf. Deswegen versuche jetzt mal da unten hier die Überschnitte, die restlichen Dinger, die hier drin liegen, einfach mal irgendwie da dran zu ballern. Theoretisch müsste ich ja einfach nur, oh, gib mal her, so ein Ding, müsste ich einfach nur in 45 Grad abschneiden auf beiden Seiten. Und dann müsste der hier dran passen. So, das wäre die Theorie. Ja, passt doch. Kann ich die ganzen Reste da benutzen. Die Praxis sieht aber meist so aus. Also, das hier ist schon Kunst. Das war einer der ersten Stemmversuche. Ist auch nicht so 100% geworden. Habe auf jeden Fall bei der Aktion wieder gelernt, dass ihr einfach nur ein großes Stemmeisen braucht. Nicht hier so ein 14 oder 15 mm. Damit kriegst du da richtig krumm nur hin. Ja, man lerne und staune, ne? Von daher, vernünftiges Werkzeug, hat mir mal jemand gesagt. Aber das weißt du erst, wenn du dran bist und die Sachen machst. Genau wie hier. Vor allem, ich hatte hier bei den Dingern einen Denkfehler. Ich habe da das Lager ja vorher oben so schräg drauf. Und dann war hier, wo jetzt mein kleiner Finger ist, hat der Überstand von 1 cm. Und ich habe das falsch herum angezeichnet. Statt hier den 1 cm hätte ich den auf der Seite machen müssen, also spiegelverkehrt. Da habe ich nicht dran gedacht. Und deswegen hatte ich dann ja falsch geschnitten. Hab's aber noch retten können. Das macht einen wahren Fuschmeister aus, oder wie? Naja, machen. Teste ich dann jetzt erstmal hier die rechten Winkeldinger. Und wenn ich die habe, sollte das schon stabiler sein. Was ich auch noch nicht gezeigt habe, als Nebenprodukt von den letzten Hochstand habe ich hier einen Schlagstock für die Zombie-Apokalypse erstellt. Die Schrauben wollten nicht mehr raus. Muss ja nichts mehr machen hier, ey. Beim Schneiden solltet ihr natürlich darauf achten, dass das Holz nachher aussieht wie ein Trapez und nicht, dass er den 45-Grad-Winkel in die falsche Richtung sägt. Dass das, ja, dann habt ihr ein Problem. Dann schauen wir doch mal, ob das klappt, was ich so dachte mit den 45 Winkeln. Ob das da so reinpasst? Theorie ja, Praxis. Sehen wir jetzt. So, wie ihr seht, ist das Ding schief, aber das lässt sich ja dann noch richten. Aber theoretisch passt es. Nur ein bisschen anziehen und dann ist gut. Ja, wunderbar. Kann ich dann hier die ganzen Dinger da noch ein bisschen abstützen. Dann baue ich mal die ersten Querstreben ein. Habe jetzt ja, die eh schon angebrannten, die habe ich wieder versiegelt und die kommen jetzt ran. Und damit ihr mal was Neues testet und ihr nicht immer Vorlauf sehen müsst, geht es jetzt direkt mit dem Endergebnis los. Boah, tusch, 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 tusch. Tusch, 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 tusch. Fertig! Bin jetzt auch so ein Hipster-Influencer oder wie geht das? So, die ersten hängen. Das ist auch relativ stabil geworden. Ja, wie gesagt, die anderen kann ich hier noch nicht dran machen. Also sprich die hier, die Hölzer, weil das sind keine Hölzer auf Color, sondern das sind. Die darf ich nicht dran machen. Ansonsten kann ich die hier oben hier später dran zwicken. Mit anderen Winkeln. Naja, so ist das nun mal im Leben, ne? Ja, und hier hat er jetzt auch noch die Gestänge hier weitergemacht. Hier kommt dort ein Riesentor rein. Der Zaun wird noch weggemacht.
Und der ganze Kram geht nächstes Mal weiter. Hab ja schon erwähnt, mir ist hier die Farbe, die Lasur ausgegangen. Aber regnet jetzt die nächsten 3 Tage nicht und ich bin jetzt am Wochenende wieder da. Heute war ja nur ein kurzer Tag. Darf gleich wieder arbeiten. Hab schon richtig Bock. Ja, so ist das im Leben. So schnell hier alles gießen, die Tomätchen. Und dann werde ich wahrscheinlich nach Hause gehen. Obwohl, ihr kennt den Klassiker, vielleicht mache ich den Wasserboiler oder auch nicht. Oder ich gehe einfach nach Hause. Der Running Gag muss leider aufhören. Das Ding hängt. Sogar gerade. Hätte ich nicht gedacht. Obwohl er das Loch einmal rumab, einmal Tschüss Sikowski gemacht hat. Ja, und so soll dann die Struktur werden. Also, unser Warmwassersystem. Schön weit nach oben, da wird er noch einen Tick höher gemauert. Also oben ist noch ein bisschen Luft. Und ansonsten, da drunter die Toilette. Ich weiß nicht, sieht man hier den Strich? Ja, warte. So. Also hier kommt dann die Duschwand bis hier vorne, circa. So, kannst also in Ruhe auf Toilette gehen. Hier hast du dann die Dusche. Da schräg kommt dann später das Waschbecken rein, sodass man hier die Tür noch macht, hier den Alibert, den ganzen Kram. Ja, das ist die beste Aufteilung vom Bad, die man hier oben hinkriegen könnte. So geht die Tür auf, kann man dahinter irgendwas hinstellen. Eventuell auch später mal, wenn ich hier so eine Zentralheizung selber fusche. Hier so ein Wärmehandtuch-Wärmehalter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bis dahin geht das ganze Badezimmer, hier die rechte Seite. Hier kommt dann noch eine Mauer rein, aber erst wenn das Dach fertig ist. Der ist jetzt nur zu Testzwecken am Hängen, beziehungsweise damit ich hier die Wasserleitung jetzt mal machen kann. Das kann ich ja schon mal machen, aber dann wird er auch wieder abgehangen. Und ansonsten von der Höhe passt das auch. Versucht das mal. Ja, wenn ihr hier auf Toilette bist, dann sieht es schon wieder so aus, verdammt. Ey, immer mit dem Holz hier. Wenn ihr hier sitzt, dann hast du hier noch ein wenig Spielraum. Also von daher geht das von der Höhe. Ich bin ja 1,80 groß, das passt. Wenn du 1,90 bist, hast du Pech gehabt. Ah, jetzt gehe ich nach Hause, ich bin versaut. Okay. Krass. Ich mache dir mal ein Video. Ja, meine Hand vibriert schon. Good vibration. Aber so schnell hast du ihn nicht von der Hand reingeschlagen. Nee, da hätte ich bestimmt 2 Tage dran. Bei 4 Meter, 6 Meter ist Grundwasser, ne? Brunnen. Was, ab 6 Meter? Brunnen. Die schlagen sich zusammen. Okay. Warte, brauche ich noch die Kabel? Das Reinbekommen in die Erde war gar nicht mal so leicht, denn der Boden war sehr verdichtet oder ich habe ja, schon die Wasserquelle getroffen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir über eine Stunde damit gebraucht, hatten auch die Maschinen zweimal abkühlen lassen, weil die einfach nur heiß wurde. Der ist 6 Meter tief. Hab euch natürlich auch den Ton runtergedreht, damit ihr kein Tinnitus im Auge bekommt. Von daher. Jascha, vielleicht sollst du deinen Zuschauern mal erzählen, dass du einen Erdungsanker baust hier. Ja, ich baue gerade einen Erdungsanker oder ich versuche den zu versenken. Ja. Mach mich K.O. Mit freundlicher Hilfe von einem YouTuber-Fan von dir. Darf man Yes? dich namentlich nennen? Ja. Hervorragend. Wen hast du? Hannover hier und steht uns gerade bei. Mal hier, sag mal Hallo. Hi, zusammen. So schaut's aus. Ja. Gib Gas. Ey, dann willst du mal weitermachen? Nee, ich film für dich. Ja, wunderbar. Ihr denkt wahrscheinlich wirklich, ich will euch veräppeln, ne? Jedes Mal, wenn ich hier bin, regnet's. Kein Scheiß. Sieht man das? Auf jeden Fall hatten wir gestern hier den Erdanker versenkt. Danke dir da nochmal, Hanno. Und ja, da hatte ich gestern schon ein Stündchen gebuddelt, damit ich hinten endlich mal weiterkomme. Hier, seht ihr, dass das regnet. Ja, und auf jeden Fall habe ich jetzt auch wieder eine Stunde weitergemacht und jetzt wird mir das ein bisschen zu extrem. Und zwar, Sekunde, Musik weg. Ja, jetzt. Jetzt kann ich weiterreden. Und zwar wird hier alles matschig. Bin jetzt hier auf die Höhe von 1,20 angekommen. So. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss aber hier noch ein Tick weitergemacht werden. Ja, und wie ihr seht,
ist alles lehmig, deswegen lasse ich das erstmal. Ich hoffe nicht, wenn ich nächste Woche wiederkomme, dass hier wieder 20 cm drauf geflogen sind, hier von der Seite. Das ist eine never ending story. Die wird es auch irgendwann mal fertig machen, ne? Ja, und hier sieht man noch ein bisschen Wassertröpfeln, weil ich ja drüben immer Hände wasche. Auch von daher. Was machst du denn dann jetzt? Keine Ahnung. Muss man jetzt irgendeine Beschäftigung suchen drin? Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die Wasserleitung weitermache. Da bin ich gerade nicht motiviert, weil ich fahre heute einfach wieder. Oder ob ich jetzt einfach vom Gewächshaus hier die Streben da schon mal vorlackiere. Ich habe nämlich Lack mitgebracht. Ja, keine Ahnung. Erstmal einen Kaffee trinken. So I really, really wanna know what the hell you waiting for.